Toll, unsere Industrie ist verfallen. Überlegen, soll ich dann wirklich... nicht auf normales Gewerbegebiet noch gehen? Obwohl, aktuell ist es wirklich nur Bewohner. So. Moment, dann machen wir das doch einfach mal so ein bisschen querbeet wieder. So. Wahrscheinlich bauen sich im Moment nicht so viele Tourismusgebiete auf, weil wir einfach keinen Tourismus haben. Dafür fehlen uns einfach die Sehenswürdigkeiten aktuell noch. Wasserprobleme, okay. Das musste ja irgendwann passieren. Damit haben wir erstmal länger wieder Ruhe. Ich hoffe gerade, dass die Industrie sich einfach fängt. Ja, es fehlt wirklich die Nachfrage bei der Industrie. Was soll man auch mit Möbeln? Black angefragt, ob ich neu angefangen habe. Ja. Und das Dschungelcamp DLC, da muss man ja irgendwo Fake-Schlangen überall setzen. Was bringt mir das? Eine große Kleinstadt. Jetzt können wir U-Bahn, harte Gefängnisstrafen, Bildungsschub. Die dicht besiedelten Gebiete, die würde ich jetzt aber nicht hier unten bauen. Wir können Saunas bauen, wir können Müllverbrennungsanlagen bauen. Und das ist eigentlich jetzt gerade eher das Wichtigste, dass wir die Müllverbrennungsanlagen gleich mal hochziehen. Sobald ich hier die neuen Wohngebiete gesetzt habe. Weil wenn ich jetzt hier irgendwas dicht besiedelt dazwischen knalle, ist es im Eimer. Dann wird der Verkehr mich überrennen. Moment, da nicht. Ich hoffe, das ist jetzt schon außerhalb des Gebietes, was wir vorhin deklariert haben. Moment. Ja.
Weil das hier hätte ich gern als Upper Class. Vor allem alles heißt bei mir Bay. Ja, nicht genügend Kunden. So, was können wir bauen, was Kunden anlocken würde? Zoo. Kostet mal eben 4.800 im Monat. Können wir uns nicht leisten. Transportturm, nein. Quelle des Lebens. Auch schon. Ne, 240 ist eigentlich relativ günstig. Turm der hohen Zinsen. Ein Expo-Center. Ja, neue Gebäude verfügbar, ich weiß. Jetzt fang nicht an mit dem Blödsinn hier, dass wir noch was weiteres brauchen. Kommen Sie bei uns an den Strand, Sie können Schlitten fahren. Ah nee, das ist die Quelle des Lebens und Todes. Die wollte ich gar nicht bauen. Den wollte ich irgendwo. 350.000 für so einen Block. Komm, baut hier auch einfach nur das Gewerbegebiet. Vielleicht wird es ja noch was. Obwohl ich denke, dass ich so das ein oder andere Hotel da schon rausnehmen kann. So, das bleibt die Saufclub-Area. Medical Bay würde ich jetzt einfach erweitern, um die paar Gebäude hier unten stehen. Dann noch ein bisschen rüber, dann können wir hier unten auch dicht machen. Perlenhöhen. Da, wo ich den ganzen Müll habe. Verbotene Zone, weil hier kommt nämlich alles hin, was so ein bisschen Dreck macht jetzt gleich. Das ist vielleicht ein bisschen zu nah an den Leuten dran. So, wir produzieren 104.000 Einheiten. Ich glaube, 48.000 macht jede Verbrennungsanlage. Wir bauen mal ein bisschen mehr, weil dann können wir direkt unsere Mülldeponien leer pumpen. Oh nein, bei mir in der Nachbarschaft gibt es jetzt ein Restaurant und ein Hotel.
Ach, und jetzt brauchst du plötzlich Industrie. Hochschule. Oben links Stadtprobleme. Stimmt. Heizprobleme. Ja, das Thermalkraftwerk reicht nicht mehr aus. Könnte das nicht... Wenn wir eine Straße jetzt einfach an dem einen vorbeisetzen, können wir auch hinten noch ein zweites setzen. Oh, das muss gerade zur Straße sein. Dann muss ich das leider so setzen. So. Heizproduktion 160 Megawatt. Damit kommen wir wieder aus. Toll, jetzt haben wir wieder Industriebedarf. Wir brauchen bei der Upper Class vor allen Dingen noch ein paar Parks. Sonst wäre es ja total doof, dass hier die Upper Class sein soll, wenn die nichts Vernünftiges haben. Zum Beispiel wie diesen Rodelhang. Ich hatte als Kind nie sowas. Oder? Oh, doch, ich glaube, ich war mal am Rodelhang. So, Feuergefahr 31%. Dann lass uns hier in der Seitenstraße noch einen aufbauen. Das soll das insgesamt reduzieren. Ja, und hier ganz oben in der Ecke kommt der nicht gut hin. Gefängnisverfügbarkeit ist bald voll. Aber das Gefängnis zu bauen ist übrigens keine Option. Weil 2400 in der Woche Unterhalt ist echt ein Heidengeld. Ich hatte nur hier den Müllberg. Da habe ich als Kind immer drauf gespielt und später habe ich erfahren, dass ein aufgetürmter Müllberg, der dann, ja, mit ein bisschen Erde zugekippt wurde. Und dann wurden da einfach Sachen drauf gepflanzt. Ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß. Wir haben da, glaube ich, immer gesagt, der Berg zu. Wir gehen heute zum Berg. Huh! Flugzeuge. Taliban. Habe ich nicht gesagt. Klock, klock. NSA, hallo. Knackt es bei euch auch so im Kopfhörer? Hier ist eh die Autobahnauffahrt, wo ich immer fahre. Da kann ich mir rechts immer angucken, wie Bagger Müll aufhäufen. Dann kommt da eine Plane drüber, dann kommt da Erde drüber. Und dann, ja, wird das bepflanzt. Ich brauche Industrie, will aber nicht. Obwohl, wir können ja hier Industrie noch ein bisschen bauen.
Man kann sich natürlich fragen, ist sowas erlaubt? Und natürlich ist sowas erlaubt. Warum sollte man nicht für zukünftige Generationen Plastik einlagern? Es ist ja eigentlich nur eine Lagerung von zukünftigen Ressourcen. In tausenden von Jahren holen wir alles wieder raus. Wo wollt ihr denn alle hin? Importiert Waren nach modernem Möbel. Jetzt wird's dann doch etwas viel. Weil ich halt nur eine einzige Autobahnabfahrt habe. Na, zwei. Aber die rechte gilt ja eigentlich nur für die Industrie. Die Abfahrt über die Kreise hinwegführen. Der muss definitiv woanders hin. Ja, der Baum ist unglücklich. Geil, jetzt fahren die LKWs zur Abkürzung lang. Man könnte auch einen Tunnel bauen, ja. Wie kann eine Müllverbrennungsanlage in Brand geraten? Dieser Unrealismus. Da kommen Fußgänger lang und deshalb bleiben die immer stehen. Ach ja, da war ja was. Juice Bar. Wo soll denn da Juice sein? Ach, da vorne wäre eine Juice Bar. Hier ist einfach nur ein Schild und sonst nichts. Der Schneemann bedient.
Octopus Bar. Calamari Wrestler Bar. So, Mülldeponie, die ist gleich leer. Na, da dauert es noch ein bisschen. Ich muss den Autoabreißer mal wieder installieren. Aber wie man sieht, der Kreis ist ein bisschen entschärft worden. Ich habe fast nur Kurven in der Stadt. So. Knallen wir noch ein paar Studenten rein. Ah, jetzt sind sie immer noch am Meckern wegen der Industrie. Ist mir egal. Vor allem meckern wegen der Industrie. Und dann, wenn ich welche aufbaue, nicht da arbeiten wollen.